Hallo und willkommen zu einem neuen 408er Spiel. Schade, der Tipp. Okay, doch nicht schade. Ich wollte gerade sagen, der fängt hinter mir an zu schießen und nimmt mich gleich unter Feuer, aber irgendwie hat er es verpeilt. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Es ist ein Rebound-Spiel, da muss man zuerst den Bumper treffen. Huh, Putis haut gleich mal ab. Warum? Level 100, hallo? Oh, er hat Schaden kassiert, deswegen. Er ist frustriert und haut ab. Da, da, Partyzeit. Ich kassiere gleich mal 12. So, yeah. Das sah mal schön aus. In der Fahrt direkt die Waffe abgefeuert. Juhu. Okay. 33, immerhin. Das sah schlimmer aus. Hey, mein Panzer. Das steht ein bisschen schräg. Ich denke, da dürfte ich noch rauskommen. Kann es echt sein, dass ich zum Schluss komme oder was? Ich werde gleich zu Beginn gemobbt. Hier. Wow. Wow. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht Wahnsinn, diese Positionierung? Wow, ich bin begeistert, mein lieber Mando. Ich bin echt begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Ich halt ab jetzt meinen Mund. Ich halt ab jetzt meinen Mund. Denn bisher habe ich mit dieser dämlichen Waffe, ja, immer nur 3-4 Schaden gemacht. Und das Teil hat mir jetzt mal kurz 110 Schaden gebracht. Wow. Okay, das geht weg. Oh Mann. War das ein Jet? Ja, es war ein Jet. Er ist dummerweise in die falsche Richtung geflogen. So, genug gechattet. Zurück zum Spiel. Volle Konzentration. Was macht der? Der geht, glaube ich, auf mich. Zumindest würde das Sinn ergeben. Ja, da musst du schon hier gegen diesen Bumper schießen. Okay. Er holt sich nicht die Kiste und er verursacht auch keinen Schaden. Ja, ich denke, das ist nicht so ganz optimal gelaufen mit diesem Schuss für ihn. Egal. Oh, was? Ich habe keinen Treffer kassiert. Echt jetzt? Ich weiß nicht warum. Also, da, 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 das müsste... Ja, auf wen gehe ich überhaupt? So, auf den. Immerhin 20. Was war das? Hä? Habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Dieses Geräusch, wenn sie in diesem schwarzen Loch verschwinden. Flup, 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 flup. Ach so, er hat Napalm in den Grund geschossen. Okay, gut. Und das ist die Fleet und sie trifft beide. Macht aber nicht so viel Schaden. Hä? Gut, gut, gut. Freut mich. Ich glaube, ihn freut es nicht so ganz. Das war, glaube ich, so etwas wie Area Attack oder Ground Attack. Auf jeden Fall eine Waffe mit Flächenschaden. Und die hat er einfach ins Ausgeschossen. Soul Reaper. Kannst du deinem Namen gerecht werden? Denn hier hast du wunderschöne Ziele. Und zwar gleich 2 Stück davon. Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz. Also Wind geht dahin. Der Wind geht dahin, diesen geschützt. Ich müsste eigentlich dieses Ding hier platzieren. Was ich nicht alles müsste. Nein, das geht zu weit. Schade. Ein Tick zu weit. 1 Grad nach unten. Dann wäre er wahrscheinlich geradewegs hier runtergekommen. Und dann hierhin abgeprallt. So war zumindest mein Plan. Und der ist nicht aufgegangen. Ganz knapp. Das hilft mir leider aber nicht.
Egal wie knapp das ist. Und das könnt ihr sogar hier runterkommen. Ja, das tut's auch. Way, schöne Treffer. 60 Schaden. Warp hat eine Schlange. Das ist die große. Wow. Wow, kurz vor Schluss ist das Ding zu Ende. Schade, hier hätte er echt abräumen können. Und Zero. Zero wird mit Sicherheit sich die mal 2 holen. Ja, aber warum verschwindet er dann, verstehe ich nicht. Ja, genau deswegen verstehe ich es nicht, weil dann muss er in so einem komischen Winkel schießen, wo er die Bumper kaum erreichen kann. Hm. Also mit Stufe 91, keine Ahnung. Könnte man das schon wissen. Autsch, sagt dieser Soul Reaper sich gerade. Und das ist eine wunderschöne kleine Schlange. Immerhin 60. Ich stelle gerade fest, mir geht es noch wunderbar. Ich bin fast komplett voll. Oh ja. Oh yeah. Das hat wehgetan. Die muss ich total flach verschießen. Kann ich da überhaupt hinwirken? Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Ja, es geht. Es geht. Hat mir immerhin 40 Schaden gebracht. Die Waffe streut halt ein bisschen, deswegen kommt da auch was zurück. Also. Jagre. Oder wie man dich auch immer ausspricht. Er hatte bisher nicht so das tolle Glück. Autsch, sagt er. Ihm wurde 5 Schaden oder 5 HP abgezogen. Und dann sagt er, Autsch. Hey, da waren ein paar schöne Treffer dabei. Ich bekomme da fast richtig Hunger. Yeah. Du hättest aber auch hier hochfahren können und dann so schräg nach oben schießen können, zurück auf den Bumper und dann wäre es vielleicht hier hineingegangen. Wuhu, das geht vorbei. Ich werde nicht das, immerhin. Wobei, bei diesem heißen Wetter, das heute ist, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, nass zu werden. Nehmann, ja, der wird uns mit Sicherheit ins Visier nehmen. Ja, das tut er, aber es geht daneben. Zumindest trifft es mich nicht. Und das freut mich sehr, denn es geht mir ja augenscheinlich nicht gut. Ja, yeah, wie stehe ich überhaupt? Ich bin abgerutscht auf den 3. Platz vom Schaden her. Ich hatte einfach nicht so die tollen Waffen. Aber das kann sich noch schnell ändern. Sehr schnell. Gut. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Was mache ich? Soll ich so? Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Ich möchte schon dazu den hinschießen. Wow. Wow, was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Das Ding ist am Bumper vorbei. Naja, ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen, dass ich diesen Schuss nicht landen konnte. Echt, hey, das nervt mich jetzt ein bisschen. Okay, ich habe am Anfang ein bisschen zu viel Zeit verplempert. Ich wollte zuerst von oben auf den Bumper wirken und dann habe ich mich doch umentschieden und dann hatte ich zu wenig Zeit. Ja. Yeah. Und dann ist alles schief gelaufen. Huh. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Mensch, ein Oktagon. Habe ich vermasselt. Autsch. Na gut, sowas kommt halt vor im Rebound. Schade. Aber das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Das, wow, das hätte mir ordentlich Schaden eingebracht. Das ist ein Bounder und der könnte auf ihn gehen. Ja, das tut er. Ich komme hier nicht hoch. Double Splitter. Muss ich ziemlich weit nach hinten verschießen. Er aber auch nicht so weit. So, immerhin 51 Schaden. Wuhu, ich bin befreit. Finde ich cool. Oh, du hast mir meine Kiste geklaut. Da war Acid Rain. Das hätte ich gern gehabt. Oh yeah. Das kann wehtun. Und das wird auch wehtun.
Schade, er hätte ihn da hinsetzen sollen. Gut, ich bin geschützt. Das freut mich doch schon mal. Wer ist jetzt dran? Zero. Jo, Zero ist am Start. Und er geht auf uns, wenn er trifft. Huh, das geht daneben. Das geht daneben. Ey, King schnappt sich die Kiste. Und das hat sich echt gelohnt für ihn. Wird es mich noch treffen? 3x20. Also ich glaube, ja, einmal hat es mich erwischt. Das war dieser Explosionsradius halt. Was will man da machen? Ich hatte ja noch nicht die Möglichkeit, hier zu verschwinden. Ich habe Smart Snipe. Und ich habe nur Smart Snipe. Ah, nee. Jo, das geht komplett daneben. Ist ja klar. Ey, wirklich? Wirklich? Wie kann man nur so viel Dusel haben? Das Spiel will mich vielleicht mal mobben. Das sieht doch stark nach Firestorm aus und es ist auch Firestorm. Und er hat ein bisschen Pech. Was heißt Pech? Über 168 Schaden kann man doch nicht meckern. Woo! Ja, das trifft nicht. Verstehe ich nicht, warum er sich dafür entschieden hat. Der hätte doch von unten gegen den Bumper schießen können und dann auf ihn. Das wäre gegangen, locker. Das wäre sogar einfacher gewesen. Jo, der King, der hat jetzt auch Pech. So wie ich. Ja. Diesen Schuss hat er echt schön platziert. Muss man ihm lassen. Und ich kann mit diesem X-Ding nur dahin schießen. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer. Ja. Es war mir klar, dass ich auch ein paar abbekomme, weil das streut einfach ziemlich arg. Lässt sich nicht vermeiden. Oh yeah. 20 hat er noch. Wer bekommt diesen Kill? Ich glaube Warp. Das würde mich jetzt nicht überraschen. Das ist aber zu tief. Okay, doch nicht. Finde ich schön, dass du selbst auf dich schießt. Jetzt ist mir auch klar, warum der so tief gezielt hat. Er wollte dieses Feuerwerk so weit wie möglich nach links platzieren. Flupp. Und weg ist es. Also, Kings, wo guckst du schon wieder hin? Der macht echt komische Sachen. Er macht wirklich komische Sachen. Also ich könnte drei beschießen. Ich könnte drei beschießen und das tue ich auch. Ja, 140 Schaden. Ich habe mir zuerst überlegt, auf Jagre zu schießen, beziehungsweise, dass die Säge dann hier hinkommt. Aber das Problem wäre gewesen, die wäre dann in diese Richtung gerollt, die Säge, und nicht weg von mir, sondern zu mir. Woo! Warp bekommt eine Kiste, und zwar eine nutzlose. Mit dieser Waffe kann er nichts anfangen. Im Rebound. Und deswegen entscheidet er sich für eine schnucklige Miezekatze. Juhu! Also, wie stehe ich denn? Ich bin auf dem zweiten Platz. Und es geht mir sogar sehr gut. Im Vergleich zu diesen hier. Kings, du solltest vielleicht aus dieser Senke hier verschwinden. Ja. Immerhin, 62. Ich habe da jetzt deutlich weniger erwartet. Gut. Ich habe eine Triple Palme und die setze ich so. Bringt mir immerhin 60. Das ist okay. Was? Du holst dir diese Kiste nicht? Warum? Verstehe ich jetzt nicht.
Ich hätte sie mir schon längst geholt. Er kann sie auf jeden Fall holen. Und das tut er auch. Und er bekommt einen Luftangriff. Gut, den setzt er nicht jetzt ein. Ich glaube, das trifft ihn, oder? Nein, er bleibt verschont. Yeah! Was für ein Pech. Das war Dead Weight. Sein Problem war dieser Bumper hier oben. Eigentlich ist das ein sicherer Treffer mit dieser Waffe. Oh, ich glaube... Nein, er überlebt es. So, Warp. Er entscheidet sich für diese Richtung. Was ist das? Ich glaube, das sind... Ah, das ist der Luftangriff. Okay. Why? Ja, warum wohl? Du hast am wenigsten HP. Deswegen. Natürlich will da jeder deinen Kopf. Würdest du genauso machen. Oh. Das trifft ihn noch, ja. Das ist der Große. Das trifft ihn noch. Und das reicht, um ihn ins Jenseits zu befördern. Ach nee, hey. Splitter. Es bringt auch nichts vorzufahren, denn er bekommt die Kiste vor mir. Es sei denn, er entscheidet sich zuerst für die hier. Nein. Oh, und er hat auch noch einen Luftangriff bekommen. Scheiße. Das setzt. Echt. Wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass das ein Mist ist. Ich kann mit dieser Waffe so nichts anfangen. Ja. Und wie bekommen das da? Ich habe halt nur eine Waffe und es sieht sehr schlecht aus. Im Endgame. So. Und... Ich entscheide mich für das hier. Das könnte hinhauen, so wie ich es mir gedacht habe. Ja. Ja. So, 84 Schaden. Ich habe ein bisschen was abbekommen, aber der Großteil ist hier gelandet. Und das ist okay so. Das ist absolut okay so. Das geht auf ihn selbst. Ja. Hat er mit Sicherheit so nicht geplant? Yeah. Was mache ich? Desert? Auf ihn oder auf ihn? Ich nehme ihn zuerst raus. Und wie viel hat der noch? Ich kann ja auch hier gucken. 72. Das heißt, mein Double Bounder langt nicht. Mein Double Bounder langt nicht. Ich habe Midwind. Gut. Oder auch nicht gut. Was? Komm schon. 61. Es hat auch mich ein bisschen erwischt, aber das ist okay. So. Und die nächste Waffe. Eine kleine Noob-Waffe, die dürfte für ihn vollkommen ausreichen. Aua. Denn er hat nur noch sehr wenig Energie. Gut. Die Frage ist, benutze ich die überhaupt? Soll ich die überhaupt benutzen? Und die Antwort lautet ja. Okay, schönes Spiel. Hat mir sehr gefallen.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaust auch demnächst mal wieder bei mir vorbei. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, Nacht, Abend, welche Zeit du auch immer gerade hast. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.